Jo Leute, Brandy hier und willkommen zurück zu StarCraft 2. Und ich sehe schon, wir spielen direkt auch gegen Goldligisten. Ja, also das ist quasi jetzt schon unsere erste richtige, ernste Probe. Wir waren ja mal, beziehungsweise ich war ja mal in Wings of Liberty auch mal auf Gold. Deswegen denke ich mal, liegt es daran, dass wir jetzt auch schon Goldliga Niveau haben. Und muss kurz antworten. So, jetzt haben wir gerade noch nichts verpasst. Jetzt können wir auch gar keinen Overlord verpassen, denke ich mal. So, und jetzt können wir direkt den Overlord bauen. Tut mir leid, ich musste gerade antworten. Ich glaube, wir spielen gegen Terra. Ja, genau. Da müssen wir uns ein bisschen pushen. Wollen wir mal richtig ernst machen. Deswegen hauen wir jetzt mal richtig rein, wenn es gegen Terra ist. Zack. Probieren wir mal so richtig schön einen Timing-Push zu machen. Muss kurz pausieren. Wenn er mal antworten würde, dann dürfte ich auch pausieren. Mir ist nämlich gerade meine Brille runtergefallen und dann ist es nicht so gut. So, jetzt komm schon. Jawohl. Na gut, dann halt nicht. Kein Problem. Auch nicht schlimm. Na gut, dann mache ich jetzt einfach mal selber von allein Pause. Ah, so, jetzt aber. So, Leute, so meine Freunde. So. Okay. Und wir steigen direkt ein in unser Spiel. Tut mir leid, es war. Gerade habe ich mir auch noch die Brille aufgehoben und da hat mich auch einer angeschrieben. Da musste ich kurz antworten. War wichtig, wie immer. So, machen wir mal hier. Er denkt sich jetzt Bronzespieler Noob. Ja, irgendwo sind wir natürlich auch Bronzespieler Noobs. Aber ich behaupte, dass wir auch ein bisschen was drauf haben. Und zwar ein bisschen mehr als ein gewöhnlicher Bronze-Spieler. Er scoutet hier schon fleißig. Wir jetzt allerdings auch gleich. Jetzt so die Frage, wir bauen erstmal. Lass mich mal einen Spore-Crawler bauen. Einen Stachelkrabbler bauen. Okay, er baut Rex, 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 baut quasi zu, hat Angst vor einem Rush. Ich habe meinen Overlord verpennt, brauchen erstmal einen kleinen Drohnentrick. Ja, das war jetzt ein nicht so cleverer Drohnentrick von mir, den muss ich erst später wiederholen nochmal. Wenn ich jetzt dann nämlich eine Larve habe, genau, machen wir jetzt nochmal einen Drohnentrick. Dann geht das schon klar. Okay. Jetzt kitet er mir den Overlord und ich verliere einen Overlord. Das ist natürlich noch behinderter. Wenn ich den verliere, das ist unfassbar blöd für uns dann. Naja, wir werden ihn schon nicht verlieren, denke ich mal. Zack. Wir spielen gerade, muss ich sagen, richtig schlecht. Beziehungsweise ich spiele richtig schlecht gerade. Ja, das gebe ich auch zu. Aber unser Overlord hat es nicht überlebt. Ja, nein. Kann man jetzt nicht ändern. Anstatt unserer Zweilinge haben wir halt jetzt ein Ding gebaut. So, jetzt haben wir Zweilinge wieder frei. Machen wir Linkse. Und ich habe das Gefühl, da könnte irgendwie Marine Rush kommen. Deswegen baue ich mal mehr Marines als sonst. Das ist mir irgendwie lieber. Weil ich so ein bisschen Safety halt. Tun wir auch unsere Queens runter und holen uns gleich mal die Watchtower. So, und jetzt gehen wir mal direkt weiter auf unsere ja, einen Watchtower haben wir schon mal. Okay,
Im zweiten auch, da kommen jetzt zwei Marines. Das heißt, wir verziehen uns mal mit Lingen. Weil ich will unsere Linge jetzt nicht unbedingt verlieren. Drohnen mal hart auf. Machen wir mal so. Die tun wir auf 2. Den tun wir auf 3. Machen wir den mal so. Die Queen machen wir mal hier einen Tumor. Das machen wir mal so. Nehmen unser Gas jetzt mal. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Machen wir mal hier. Zack. Jetzt macht er einen Scan. Wird nur nicht so viel sehen. Das tut mir leid für ihn. So. 2, 1, 4. Beziehungsweise so machen wir das mal. 2, 5, 7, 8. Zack. Den da rein. 3, 1, 2, 3. Okay. So, machen wir mal hier direkt auch einen auf Roach Warren. Haben wir zumindest den Watchtower. Der ist extrem wichtig, finde ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, hier war schön eine Roach Warren. Dingens hier. Wir könnten natürlich mit unserem Einling hier mal scouten, ob der Gegner sich eine dezente dritte Base nimmt. Einen leer bauen hier. Und ein paar Ovis. Wir sind etwas weit hinten. Deswegen ist ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall hat der Gegner schon mal keine dritte Base. Vielleicht hat er eine Ninja-Echse. Das kann schon eher sein. Fürchte ich aber eigentlich am wenigsten. So, machen wir mal unsere Queens hier. Machen wir mal unseren Ovi dahin. Dann können wir mal scouten, ob wir nicht das machen wir mal so, und wir können jetzt Roaches pumpen. Okay, unser Gegner will sich eine dritte Echse nehmen. Das heißt, wir brauchen sowieso eigentlich schon eine dritte, um mehr Income zu haben als unser Gegner. Wir brauchen unser Upgrade eigentlich jetzt auch schon längst. Jetzt müssen wir mal Richtung Creep, Richtung Gegner machen. Und schauen, dass wir unser Ding hier behalten. Nimmt er sich jetzt auch noch die vierte oder was? Das ist mir jetzt so eine Frage. Also das ist mir jetzt fast schon ein wenig riskant. Deswegen schicke ich mal 2 Roaches dahin. Und 2 Dinger dahin. Weil ich das unbedingt wissen muss, ob der jetzt. So, dann machen wir jetzt mal hier erstmal die Sammelpunkte der Roaches hier hin und gucken erstmal zu, ob wir irgendwas ergattern können. Ja, bauen wir mal dezent ein paar Overlords. Und natürlich mit dem nächsten Push. Was jetzt dann kommt. Ach, da ist seine vierte Base. Aber die. Sehr wohl. Habe ich. Ist die Kommandozentrale halt noch nicht fertig geworden. Wir lassen ihm keine dritte Base. Wir machen es einfach so, wie wir sind. Okay. Er will sich eine dritte Base nehmen, die kriegt er aber nicht. Also wegen mir kriegt er die jetzt definitiv nicht. So, jetzt nimmt er sich auch den Watchtower und will wahrscheinlich auch angreifen, oder? Ja, das würde ich ihm jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz raten. So unter Freunden. Würde ich jetzt mal so sagen. Er denkt, ich habe immer noch nur einen. Wobei er hat schon eigentlich einen Scout gemacht. Weiß ich jetzt nicht so ganz, was er sich dabei denkt. Ein Leer könnten wir, habe ich schon gebaut. Das heißt, wir können jetzt Roach speeden. Und wir machen nochmal bitte eine zweite. Nein, 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 einen zweiten Evo Chamber. Genau das brauche ich jetzt. So, naja, schön. Mal Injects, die müssen auf jeden Fall sitzen. Und auf 4 unsere nächste Queen.
Ja, unsere nächsten Overlords, die sind schon auf dem Weg, meine Freunde. Kommt schon. Schlüpft. Jetzt schlüpft doch endlich. Ich hab doch Overlords gebaut, oder bin ich behindert? Eigentlich habe ich welche gebaut, aber ich verstehe das gerade nicht. Na egal. Muss man auch nicht alles verstehen, muss man. Ist einfach so. So. Machen wir es mal hier so. So. Okay, jetzt zack. Metamorphose abgeschlossen. Ja. Sehr schön. Dann machen wir das mal hier voll. Und unser erster Angriff geht dann halt directly on the main. Ah, ist das ein schöner Scheiß hier. Wir werden auf jeden Fall... Ist sie jetzt cloaked? Ja, ist sie. So, andere Queen hoch. Queen 9 an der Wand. So, machen wir das mal so, zack. Machen wir mal eine Attack hier drauf. Overseer, wo bist du? So, hat uns nicht so viel genützt. Und dann laufen wir mal die Ramp hoch, beziehungsweise sammeln uns mal hier. Bauen hier mal eine Queen nach. Unsere ganzen Drohnen können wir hier mal wieder manifestieren. Zack. Machen wir mal so. Und hoch. Rein da. Und das war's, Leute. Sogar Goldliga-Spieler bezwingen wir. Alles kein Problem. Warum werden unsere Streitkräfte angegriffen? Naja, geht er jetzt auf Overlord-Jagd oder was? Habe ich kein Problem damit, bauen wir einfach neue. Geh rein, hopp. Ah, leider nicht so ganz effizient. Was er da gerade macht, nicht so ganz, tut mir leid. Naja. Soll er machen, was er meint, was richtig ist. Jetzt komm schon, Kumpel, ey. Mal im Ernst. Muss das sein? Ah, hier einfach mal ein Hydrolisk-Dent. Echt, ey, es ist echt zum Kotzen. So, 2 von 3 Queens stehen, ne? Unsere ganzen Drohnen hat's unten gekostet. Ja, jetzt echt, keinen Stress damit. So, auf jeden Fall mal ein, zwei Overseer morphen. Hier mal ein bisschen was zerlegen. Schauen, was wir da so haben. Vielleicht hat er irgendwo noch eine Ninja-Echse. Nee, da hat er sein Command Center gepflückt. Und together. Ja, das ist natürlich ganz großes StarCraft hier von ihm. Ja, was soll ich sagen? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja. Ganz groß. Ah ja. Ja. Nein.
Legen wir mal eine Roachline dahin, dahin. Machen wir mal, zerschmettern wir die Kaserne auf einmal. So, haben wir das auch erledigt. Ja. Ja, Mai. Das ist jetzt ganz große StarCraft von ihm. Ja, Mai. Was soll man sagen? Es gibt halt solche Vollflaschen, sag ich mal, die halt darauf stehen. Wir sind dann halt auch mal frech und machen das dann so. Und bauen halt einfach Hydrolisks. Killen unsere Roaches mal hier ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall Supply. Beziehungsweise wir bauen jetzt gar keine Hydras mehr, sondern wir bauen Dingens. Mutas. Ich verstehe das einfach nicht. Wieso man so ein Vollidiot sein muss. Kein Stolz oder was? Ich bomb uns mal so runter auf 130 Supply. Wir haben ja eh genug. Sobald der Spire fertig ist, kann ich durchbauen. Muss ich mir nicht mal mehr Gedanken machen. T ist dann das Zeichen. So, die gehen dann halt einfach. Ja, wenn alles erschöpft ist, geht ihr einfach dahin. Ja, ziemlich blöd von dir, Kumpel. Aber naja. Ist ja deine Sache, was du da was machst, ne? So, haben wir es hier geschafft, oder? Ne, doch noch nicht, ist noch nicht gebaut. Dauert noch 15 Sekunden oder so. Oh man. Erschöpft. Verstehe ich einfach nicht, diese Menschen. Einfach mal... Ja, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, von was? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Hat er sich wieder Panzer hier hingebaut. Ah ja, ist das süß. Das ist schon süß. Ah ja. Spätestens jetzt ist eh alles vorbei. Sehe ich nicht ein, warum das so funktionieren soll. Ich verstehe das auch nicht. Wieso kann man nicht einfach aufgeben? Kapiere ich nicht. Ja, man hat jetzt eh schon verloren, ey. Hat doch eh verloren, ey. Verstehe ich einfach nicht. Weil man hier alles kaputt machen muss, ey. Oh, Wahnsinn, ey. Da kommen sie jetzt auch davon. Das ist so lächerlich gewesen. Aber wir haben unseren Goldgegner besiegt, unseren ersten. Hat zwar etwa das Spiel in die Länge gezogen, aber... Ja, mei. Fühlt sich halt toll, der Typ. Weil er es eben kann, so ungefähr. 8000 Spiele. Nichts in seinem Leben erreicht. Bis auf Goldliga. Mittleres Niveau. 35 Spiele, nur 17 Siege. Sein MMR ist bombastisch. Bombastisch ist das MMR von ihm. Naja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Chosen!